Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Kaffee gibt's einen Apfelkuchen mit einer leckeren knusprigen Decke obendrauf aus Mandel. Und wenn wir ihn aufschneiden, dann sieht er so aus. Es ist kein dickes Teig, schöner Belag, schön saftig und oben knusprig. Und dazu, wenn er schaut, nicht so toll auf die Kalorie, kann man auch aufgeschlagene Sahne geben. Und jetzt probieren wir mal, wie das schmeckt. Knusprige Kruste. Die Süße ist voll in Ordnung. Ein sehr lockerer, butteriger Teig. Wirklich, so schmeckt schön nach Butter. Und natürlich die Äpfel. Ein schöner, saftiger Belag. Lecker. Jetzt braucht man nur Tasse Kaffee. So, liebe Freunde. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute den Kuchen gebacken, dann bleiben Sie bei mir. Und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Bevor wir jetzt unseren Teig zubereiten, werden wir schon Äpfel vorbereitet. Ich könnte die schälen, aber ihr könnt auch das lassen. Ich schäle die, weil die Schale ist ziemlich fest und wenn dann wird so aufgebacken, dann nicht so angenehm auf die so drauf zu beißen. Deswegen trockne ich die einfach, dann zerkleine und gebe in meine Fruchtetee. Habe ich jetzt eine schon geschält und dann mache ich einfach so. Und die Teile, dann schaut ihr, wie dick sind die. Ich brauche dann nur vielleicht ein, zweimal draufschneiden. Sonst könnt ihr ganz normal schälen, schneiden und in Spalten schneiden. Wir werden dann auf unsere Kuchen die einfach so ziegelartig drauflegen. Meine Äpfel sind wirklich klein, schaut ihr in meine Hand. Deswegen Scheiben sind auch ziemlich klein. Ich schneide erstmal die Äpfel fertig und dann machen wir auch den Teig. So, Äpfel haben wir jetzt vorbereitet und jetzt werden wir den Teig machen. Erstmal nehmen wir den weichen Butter und werden mit dem Zucker kräftig aufschlagen. Bis wir so eine gebundene Masse haben. Und jetzt werden wir jede einzelne Ei auch so ungefähr so 30 Sekunden aufschlagen. Eins. Und den zweiten. Jetzt werden wir die abgemessene Mehl und die Hälfte von dem Päckchen Backpulver. Ich habe schon abgemessen, es ist genau die Hälfte, 8 Gramm. Durchsieben. Geben wir dazu Milch, abgeriebene Zitronenschale oder wie in meinem Fall habe ich getrocknete, so ungefähr ein Teelöffel. Und dann brauchen wir noch auch ein Sprudel Wasser, ungefähr so 50 Milliliter. Auch dazu. Und verrühren wir das alles ungefähr so eine Minute zu einem glatten Teig. So, das reicht. Schaut ihr, was für so eine Konsistenz von Teig geworden. Richtig schöne, cremige. Ich nehme 26er Tortenform, habe die ein bisschen angefettet mit Butter und mit Paniermehl bestreut. Ja? Und überall so verteilt. Jetzt geben wir den Teig rein. Verteilen wir gleichmäßig in die Form. Und legen wir die Äpfel oben drauf, so einfach so ziegelartig. So ist es jetzt bei mir geworden. Stellen wir an die Seite und werden noch eine so einen Mandelbelag für oben drauf zubereiten. Dafür nehme ich Butter, Zucker,
Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung, liebe Freunde. Findet ihr alles da. Und dann oder so ein, zwei Päckchen Vanillinzucker. Wenn ihr selber macht, nehme ich so zwei Teelöffel. Gehen wir ans Herd und werden wir das erstmal erwärmen. So, den Topf haben wir auf den Herd gestellt. Gebe ich auch noch gleich schon die Mandeln. Gestiefelte Mandeln, aber kann man auch ganz normale, diese gehackten Mandeln auch nehmen. Und werden wir das alles schön schmelzen lassen. In dieser Zeit, ich habe jetzt hier 2 Esslöffel Mehl und 2 Esslöffel Milch. Werden gut verrühren. Ich habe noch ein bisschen Milch dazu gegeben. Wir sollen so eine ziemlich flüssige, wie so einen flüssigen Teig bekommen zum Andicken von unserer Mandel. Jetzt gebe ich auch dazu noch Zimt. Auch alles gut verrühren. Und diese Mischung jetzt geben wir dazu. Die Nüsse bitte nicht bräunen. Die werden auch im Backofen schön knusprig. So, geben wir jetzt unsere Mehlmischung dazu. Kurz andicken und dann können wir schon verteilen auf die Äpfel obendrauf. So, das geht wirklich sehr schnell. Wir brauchen nur, dass wir so eine gebundene Masse haben. So, bis das noch die Masse heiß ist, müssen wir versuchen, das alles aufteilen. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Diese Kuchen lieber mit Ober-Unterhitze backen als mit Heißluft. Dann trocknen die Äpfel nicht so schnell aus. Vielleicht hätte es gereicht auch ein Esslöffel Mehl, das nicht so dick wird. Aber ihr könnt ihr besser machen, weil ihr seht bei mir, wie es das bei mir ist. Und dann könnt ihr immer etwas verändern. Aber ich muss sagen, ein Esslöffel Mehl wirklich hätte es gereicht. So ist es jetzt geworden. Und jetzt geht unser Kuchen ungefähr für 35 Minuten. Aber wenn er fertig ist, werde ich euch sagen, wie lange es bei mir gedauert. Auf jeden Fall, der Stäbchentest ist erforderlich. So, 35 Minuten sind vergangen. Schaut, wie toll sieht unser Kuchen aus. Die Nüsse sind auch schön geröstet. Und durch das Zimt haben wir diese schöne braune Farbe. Mit Stäbchen habe ich auch schon getestet. Meistens muss man hier in die Mitte testen und alles sieht gut aus. Deswegen 35 Minuten es ausreichen. Jetzt lasse ich erstmal den Kuchen ein bisschen abkühlen, bevor wir das aufschneiden. So, meine Lieben, der Kuchen ist jetzt abgekühlt, ist nur leicht lauwarm. Es kann man nur einfach mit Puderzucker bestreuen, aber wenn ihr nicht auf die Kalorie achtet, dann kann man auch aufgeschlagene Sahne dazu servieren. So sieht er aus. Schaut, nicht so dick, aber richtig schöne, saftige Füllung von den Äpfeln obendrauf, knusprige Nussbelag. Wirklich sehr, sehr lecker und duftet sehr schön wegen Zimt und so, liebe Freunde. Sind wir wieder mal fertig? Haben wir uns was Leckeres zum Kaffee gemacht und den Apfel und Herbst oder Winter passen so gut zusammen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!